Ja, winkt nur, ihr werdet euer Auto nie, nie wiedersehen. Ja, und damit erstmal einen wundervollen guten Tag, meine lieben Freunde von nah und fern, und herzlich willkommen hier zu einer brandneuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dagi LP. Hallo Leute. Ja, warum winken die alle so grenzdebil in die Kamera? Oder besser gesagt, in meine Richtung hier. Ich bin nämlich gerade eben mit dem Ford Anglia weggeflogen. Und die, ja, ich glaube, Ginny ist die Einzige, die sich gerade denkt, Alter, der kommt eh nicht wieder. Was winkt ihr so blöd? Real Talk. Ja, genau. Ron war auch zum ersten Mal mit am Start, Leute. Ihr könnt euch vorstellen, was das in mir ausgelöst hat. Definitiv nichts Gutes. Ja, aber wir haben sie auch in der letzten Folge gemeistert. Wir sind durch, wir haben es geschafft und wir haben auch eine nette Belohnung bekommen, nämlich eine Ford Anglia Couch, die wir in unsere Bude reinpflanzen können. Und genau das werde ich jetzt mal kurz mit euch machen. Let's go. So, da wollen wir mal. Genau, diese hässliche Couch da, gut, die ist in Hufflepuff-Optik, aber es geht bestimmt auch schöner. Wir packen mal eben unseren Umzugskarton aus und da haben wir sie. Es gibt keinen freien Platz für diese Deko. Oh, ja. Moment, da kümmere ich mich mal eben drum. Diese Couch können wir wegtun. Haben wir noch eine andere? Ja, wir könnten... Also entweder können wir das wegstellen oder das. Aber ich glaube, wir packen einfach diese Couch hier weg. Genau. Weg mit dir, du blöde Couch. So, perfekto. Und dann packen wir die dahin. An die Stelle. Okay. Und Enter. So, Karton wieder eingepackt. Karton wieder eingepackt. Hallo, wie geht denn das? Achso, genau. Tada, da steht sie, Leute. Unsere neue Ford Anglia Couch, die wir freigeschaltet haben, weil wir den Weasleys dort geholfen haben. Oder anders formuliert, ich habe den Wagen der Weasleys einfach komplett demoliert und mir das Heck davon hier in die Bude reingestellt. Deswegen haben sie jetzt keinen und müssen den vom eigenen Geld nochmal neu reparieren. Das würde mir ähnlich sehen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal rein in die Aufgaben, denn was uns heute erwartet, ist sehr, sehr spannend. Dafür muss ich aber kurz meine Bude verlassen, weil hier drin kann ich das irgendwie nicht anschauen. Das ist ganz weird. So, denn passt mal auf. Ach, oh, was ist denn jetzt los? Ach so. Nee, das mache ich nicht. Nee, das ist so ein neues zeitlich begrenztes Nebenevent, auf das ich ehrlich gesagt nicht so Bock habe. Nämlich das hier. Lass die Spiele beginnen. So eine Zauberer-Olympiade. Ist Spiel auch in der Vergangenheit. Bla bla bla, magische Olympiade. Ist so ein Abklatsch vom trimagischen Turnier. Ich finde es sehr Wayne und würde es jetzt erstmal ignorieren. Also. Genau. Aber wir haben was Spannendes, was wir tun müssen, nämlich das Finale von Kapitel 1 aus Band 2. Und genau das werden wir jetzt gemeinsam spielen. Ich bin gespannt und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Let's go! So, das... Oh Gott, ich bin ja ziemlich in die Kamera reingelaufen. Hallöchen, 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 was passiert hier? Oh, Penny, hallo. Moment. Ich würde mich gerne mal mit dir unterhalten. Warum? Wie schön, Sie zu sehen, Mr. Granger. Hallo, Minerva, was geht bei Ihnen? Hallöchen, wer sind Sie? Maestro. Oh, Maestro. Oh, mein Gott. Ja, keine Ahnung. Hallöchen, Penny. Oh, sie freut sich schon. Wohnt sie immer noch bei Barnaby? Daniel! Hallo, Penny. Ich würde mich ja mehr freuen, aber du wohnst, glaube ich, immer noch mit Barnaby zusammen, oder? Habe ich dir schon erzählt, dass ich jetzt auch mit jemand anderem zusammen wohne? Ja. Du scheinst ja ziemlich, ziemlich eilig zu haben. Ja, natürlich habe ich es eilig. Ich bin hier mit Jacob verabredet, aber ich kann ihn nirgendwo sehen. Wir können also gerne ein bisschen plaudern. Wie geht es dir denn? Mein Leben ist wundervoll und jeder einzelne Mitbewohner ist glücklich, dass wir jetzt alle bei Barnaby sind. Schön, ich muss da mal weiter, Penny, mach's gut. Wir sehen uns im nächsten Leben. Ein Haus voller Freunde scheint wirklich der schönste Ort zu sein, an dem man jeden Tag nach Hause kommen kann. Obwohl das Porträt von Barnabys Großmutter schon ein bisschen, naja, viel sein kann. Hat Barnaby sie etwa immer noch an der Wand hängen? Er besteht darauf, dass sie im Haus bleibt. Wenn du dachtest, dass Sir Cadogan eine große Klappe hat, dann warte erst, bis du diese Frau kennenlernst. Ich muss euch auf jeden Fall dringend mal besuchen kommen. Je mehr, desto besser, sage ich immer. Ah, da kommt er ja. Oh, da kommt Jacob. Da will ich mich mal auf den Weg machen. Viel Spaß. Wir sehen uns dann ja bald bei Barnaby. Bei mir zu Hause, meine ich. Nein, garantiert nicht. Ich bin stinkig. Merkt man das, Penny?
Ja, hau ruhig ab, du Fremdgeherin, ey. So, Leute, nein, das macht mich, das triggert mich gar nicht. Ich stehe da drüber. Daniel Granger steht über solche Dinge drüber. Denn er ist die Mary Sue und der coolste überhaupt auf der Welt. Jacob! Pip! Was ist denn los? Ich hoffe, dass es wirklich dringend ist. Schließlich habe ich eine Verabredung mit Olivia. Du hast ja keine Ahnung, wie dringend. Jacob, irgendjemand hat mir Dads Amulett an meinem Arbeitsplatz geschickt. Ich habe es sogar dabei. Was? Bleib mir mit dem Ding vom Leibe, es ist verflucht. Keine Sorge, ich habe es untersuchen lassen. Und es hat sich herausgestellt, dass es eben nicht mit einem Fluch belegt ist. Meiner Theorie nach war es vielleicht sogar von Anfang an nie verflucht. Ich habe ja so viele Fragen an dich. Aber wir fangen ganz von vorne an und besprechen, wer es dir geschickt haben könnte, genau. Okay, Leute, 8 Stunden Ahoi. Oh, okay, let's go. Naja, manchmal muss man auch einfach nur Glück haben. Ja, was ist das da für ein Typ? Dieser Maestro, der sieht aus wie ist das mein Vater in Alt? Kennen wir den irgendwoher? Irgendwie finde ich den sass. Alle Charaktere, die hier stehen, sind bekannt. Nur dieser Vogel sticht da heraus. Also irgendwie hat's da ist ein Geheimnis hinter, Leute. Und welches das ist, das finden wir raus. Und zwar jetzt gleich. Bis gleich, Leute. So, dann nochmal. Nee, lernen ist mir zu teuer. Ansehen und dann nochmal lächeln. Das war genauso teuer. Egal. So, Leute. Aufgabe gemeistert und dafür nochmal 50 Wappen und einsammeln. Du glaubst also, dass Dad dieses Amulett geschickt haben könnte? Für mich ist es die einzig logische Erklärung. Hältst du es denn nicht ebenfalls für möglich? Es wäre möglich, unser Vater ist tot. Nee, Leute, das ist so naheliegend. Es wäre durchaus möglich. Immerhin hat man nie seine Leiche gefunden. Vielleicht soll das Amulett ja eine Art von Nachricht sein, mit der er uns mitteilen will, dass er noch am Leben ist. Aber warum? Wenn es so wäre, hätte er uns doch auch persönlich aufsuchen können, oder nicht? Keine Ahnung. Vielleicht schämt er sich ja. Oder er steckt in Schwierigkeiten. Was ist jetzt los? Oh mein... Was? Jacob, nein! Warte, was? Hä, was ist denn jetzt passiert? Was passiert hier? Das ist der Plot-Twist, den ich prophezeit habe, Leute. Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. 1000 neue Sachen, die... Blablabla, ich kenne das Lied nicht mehr. Oh mein Gott. Das war Veruca. Ich dachte schon, wo ist die eigentlich abgeblieben in der ganzen Zeit? Und warum ist sie aufgetaucht? Hat mein Bruder... Ist er tot? Ich glaube, sein Brustkorb bewegt sich noch. Der lebt, glaube ich, noch. Oh, der Arme, der hat sich gerade erst von dem anderen Fluch von dieser ollen Schachtel erholt. Und jetzt kriegt er direkt wieder Breitseite. Ich glaube es ja wohl. Leute... Das ist ja mal mega spannend, ein richtig geiler Einstieg in ja, den zweiten Band des nächsten Jahres hier. Und in der nächsten Folge werden wir uns da auf jeden Fall die weiteren Aufgaben anschauen. Aber ihr seht schon, Band 1 oder Kapitel 1 haben wir abgeschlossen. Und jetzt muss ich erstmal wieder Kapitelaufgaben erledigen. Deswegen verzeiht mir. Wir können mal gerade ganz kurz hier reingucken, weil Harrys 12. Geburtstag hat so ein bisschen diesen... Wartet, erstmal hier ein paar Karten einsammeln. Ich gehe mal eben rein, ist das... Ist das wirklich? Also ist ja keine richtige Aufgabe, ne? Gucken wir nochmal kurz rein. Und da ist auf jeden Fall Hagrid am Start. Interessiert mich gerade, Leute. Sekunde. Daniel, danke, dass du Zeit für mich genommen hast. Du scheinst ja ziemlich aufgeregt zu sein, Hagrid. Was ist los? Harry Potters 12. Geburtstag steht vor der Tür. Letztes Jahr habe ich ihnen einen Schokokuchen geschenkt, selbst gemacht. Aber jetzt, wo wir Freunde geworden sind, möchte ich ihm dieses Jahr etwas Besseres besorgen. Mir hast du nie eine Geburtstagsparty organisiert, Hagrid. Was hast du dir vorgestellt, Hagrid? Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Etwas Quidditch-mäßiges, etwas Süßes oder vielleicht ein Buch? Warum besorgst du dann nicht einfach von allem etwas? Ich helfe dir auch gerne dabei. Tue ich eigentlich nicht. Genau. Wahnsinn. Das ist ja unendlich viel auf... Was? Junge, ist das teuer. Gut, naja, Leute, das werde ich alles im Off machen. Das müsst ihr nicht mitertragen. Aber dann
Ja, gucken wir mal, wie Harrys 12. Geburtstag hier so wird. In der nächsten Folge werden wir mit der Hauptstory weitermachen, gucken, was mit meinem Bruder passiert ist, was da jetzt eigentlich genau vorgefallen ist. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Wenn ihr das auch seid, dann lasst der Folge hier gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr keine weiteren Folgen mehr verpassen wollt. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag und bis dann. Ciao, Leute!